Guten Tag und willkommen zurück zu New Super Mario Bros. In diesem Part werden wir den Rest der Welt 4 zu Ende spielen und dann die erste Hälfte von Welt 5 beginnen. Mal schauen, ob mein damaliger Lieblingslevel dieses Mal kommt. Muss ja eigentlich, weil es ist ja der letzte Level, aber irgendwie sieht das auch nicht so aus. So wie ich es in Erinnerung hatte. Oder habe ich den schon gespielt? Ah, Moment. Ah! Taucht er da in die Suppe da unten rein? Nee, ich glaube, das sieht nur so aus, aber ich glaube, er tut's nicht. Ah. Moment. Wie soll man denn die roten Münzen jetzt sammeln? Hier was? Ja, okay. Ich dachte, da wäre jetzt eine Ranke, aber andererseits kommt man auch nicht hoch. Also wenn da eine Ranke gewesen wäre, da wäre man nicht hochgekommen. Aber hier ist... Na, da kommt man auch nirgendwo hoch, hä? Das sieht überall so aus, als wäre da was, aber da kann eigentlich nichts sein, weil da kommt man halt nicht hoch. Was soll's? Was wollte ich denn jetzt überhaupt sagen die ganze Zeit? Ach ja, ich wollte ein paar Dinge, ja, sorry. Also ich fange immer Sachen an und erzähle es dann nicht zu Ende. Ihr kennt das. Und zwar... Ein Stern? Okay. Ja, sorry, hier passiert gerade so viel. Hier müssen wir wahrscheinlich stehen bleiben. Einen Moment. Ja, wunderbar. Alles klar. Aber ist keins... Doch, ist ein Secret Exit? Nein, okay. Hä? Das sah jetzt so nach Secret Exit aus. Ich dachte jetzt ernsthaft, da wäre ein Secret Exit. Aber naja, hätte auch nicht auf die World Map gepasst. Also von daher... Ja, war eigentlich schon klar. Ja, also... Da oben wird man wohl nirgendwo hochkommen. Weil... Naja, wie auch, da ist absolut kein, ja, kein Platz, kein, Mario kann nicht so hoch springen. Da gibt's keine Möglichkeit, da hochzukommen, also denke ich, da wird nichts sein. Aber was ist denn jetzt, was ich auch die ganze Zeit sagen wollte, was ist denn jetzt mit dem, mit meinem Level von damals quasi? War es in einem anderen Spiel? Ach, das wäre dieses Game gewesen. Oder habe ich das da einfach nicht mitbekommen, quasi? Bin ich durch die Level einfach durchgegangen und habe das dann nicht mitbekommen. Das war es auch nicht? Oder war das im Wii-Teil? Hä? Ich bin gerade maximal verwirrt. Der könnte es gewesen sein hier. Nee, auch nicht. Sehr, sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Der ist es auch nicht. Ja, nee, keine Ahnung. Ah, was soll's, was soll's. Dann wird das wahrscheinlich in Wii-Teil gewesen sein mit dem, mit diesen Blöcken, die sich so umdrehen, mit den Fragezeichenblöcken. Was schon ist sowas von komisch, weil ich dachte, das wäre in diesem Spiel gewesen. Ich war mir so sicher, dass es in diesem Game war. Mit den Fragezeichenblöcken, die sich so rumdrehen. Also die an einer Seite Stacheln haben. Okay, nice. Die an einer Seite Stacheln haben. Und auf der anderen Seite kann man die halt betätigen. Hm. Das
ist sehr weird gerade. Ein echt komisches Gefühl, wie man sich manchmal täuschen kann bei sowas. Oh, nice. Die kann man auch killen. Die Thwomps. Und das war absolut dumm. Da ist ein Starcoin, ne? Ja. Ach komm, ey. Safe ist das so eine extra... Kann ich schon nicht mehr reden. Ach Mann, was soll das? Das ist safe so eine Falle einfach. Der ist absichtlich dahin gepackt worden. Also ich so dachte, ja, dann sammelt der Spieler einen Stern ein. Und dann killt er einen Thwomp. Und ja, dann kommt er einfach nicht mal an die Starcoin ran. Wow, toll. Danke. Danke dafür, Nintendo. Oh, ich dachte gerade schon, ich sterbe jetzt. Okay. Ach, crap. Hätte ich früher springen müssen. Was soll's? Was soll's? Machen wir einfach schnell den Boss hier weg. Ich finde, das ist sogar... Okay. Er vergrößert sich einfach so. Interessant. ich finde, das ist sogar mit der coolste Boss. Obwohl er so einfach ist. Aber irgendwie finde ich den geil, den Bossfight. Irgendwie finde ich das nice, auch mal, ja, keine Ahnung, einfach mal gegen so einen riesigen Goomba zu kämpfen. Ich meine, es ist zwar nicht viel, es ist zwar nichts mega krasses, aber in diesem Spiel merkt man halt, dass sich richtig viel Mühe mit den Bosskämpfen gegeben wurde. Es sind so viele Custom-Bosse einfach dabei. Also nicht einfach so, so wie in den Konsolentiteln. Das finde ich zum Beispiel auch ziemlich kacke. Da kämpft man halt die ganze Zeit gegen die Koopalinge. Klar, die haben andere Kampfschemen und so. Aber hier finde ich es einfach nicer gelöst. Am Anfang kämpft man gegen Bowser, dann halt in der zweiten Welt gegen diesen Stachy. Dann in der dritten Welt gegen den Cheep, gegen den riesigen. Dann hier jetzt gegen den Goomba. Also das ist schon sehr abwechslungsreich. Und zwischendrin in Türmen halt gegen Bowser Jr., der auch immer wieder ein anderes Kampfschema hat. Die Stages verändert oder mal wirft er dann halt so Koopa Shells. Ist schon geil. Wobei ich glaube, so ab Welt 5 wiederholt sich das ziemlich schnell. Okay, ich wollte ihn nochmal fallen lassen, einfach nur um sicherzustellen, dass ich hier gut durchkomme. Alles klar. Aber müssen wir dann schauen. Müssen wir dann schauen, so in Welt 5, wie es sich da verhält mit Bowser Jr., ob der dann wirklich, ob sich der Fight wiederholt oder ob sie dann mit irgendwas Neuem kommen, was mir gerade nicht einfällt. Ich weiß es nicht. Aber sehen wir dann gleich, da wäre ich fast reingerutscht, sehen wir dann gleich, wenn wir dann in den Turm reingehen. Ah, okay, nice. Das war ein easy One-Up. Und wobei, bei so Scrolling-Dingern oder bei solchen Passagen finde ich es immer richtig ätzend, dass man nur so schleppend vorankommt. Zum Beispiel auch eben mit den, Zum Beispiel auch eben mit Nessie. Oder generell in der Welt mit Nessie. Ich glaube, da gab es jetzt 3 Level in Nessie. Wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Dass man da einfach, wenn man den Level schon gespielt hat, dass man da so lange warten muss. Und nicht mal eben nochmal durch kann, um eine Starcoin zu holen, die man vielleicht ungünstig verpasst hat. Keine Ahnung. Finde ich irgendwie uncool. Na, okay. Sehr schön. Ey, bleib hier. Bleib hier!
Ach so, wenn man so hochgeschleudert wird, finde ich es übrigens auch sehr cool, dass man dann so quasi raten muss, wo das steht. Ist zwar nicht ganz so schwer, aber ich finde solche Sachen, wo man dann ein bisschen mehr mitdenken muss, trotzdem echt nice. Alles klar. Das war's mit Welt 4. Und ich muss jetzt tatsächlich nochmal richtig reinhauen, damit das hier alles in den Part reinpasst. Nur weil ich da... ja, okay, nice. Nur weil ich da die Starcoin nicht bekommen habe, weil ich da in die Falle getappt bin. Mit diesem verkackten Stern. Was ist hier los? Ah, wow. Jetzt nicht so krass. Die konnte man quasi einfach einsammeln. Das machen wir so hin. Dann kommen wir da easy ran. Alles klar. Das war Starcoin Nummer 2. Nein, nein, hau ab. Ach, Mann. Komm schon. Das einfach vom Schnee weggeschluckt wird. Die Feuerkugel. Ja, okay. Da kommen wir auch so ran. Alles gut. Und ja, jetzt nur noch ab ins Ziel, ne? Shit. Alles klar. Da sind wir im Schnelldurchlauf durch. Und haben sogar jetzt schon das Feuerwerk bekommen. Wäre cool, wenn es mal wieder ein One-Up-House wäre. Oder was heißt mal wieder? Können da überhaupt One-Up-Häuser spawnen? Ich weiß es nicht. Wir machen auf jeden Fall das Ding hier erstmal auf. Und da unten gibt es einen... ist es unten oder oben, wo es einen Secret Exit gibt? Ich meine, der war unten. Kann mich aber auch täuschen. Ich weiß es nicht mehr. Okay, an den Level kann ich mich tatsächlich noch ein bisschen erinnern. Ich weiß zwar nicht mehr, was hier genau los ist. Aber ich kenne den noch ein bisschen. Crap. Und hier muss man auch langsamer machen. Und hier muss man auch groß sein. Gut. Dann mache ich jetzt mal eine Ausnahme. Einfach nur, damit der... ja, dumm. Obwohl, eigentlich... So. Einfach nur, damit der Part nicht so lang wird. Nehme ich mir jetzt mal das Power-Up. Lass mich dann nochmal treffen. Damit es so wie vorher ist. Mal ausgeglichen. So haben wir den Part ein bisschen kürzer gemacht. Alles gut. So, wunderbar. Und ja, hier muss man wirklich sehr langsam vorgehen. Oh, Moment. Da müssen wir uns, glaube ich, das Trampolin nehmen. Nicht? Nö. War vorher dann irgendwo eine Röhre? Da oben ein, auch nicht so. Warum respawnen die? Warum respawnen die? Was soll das? Ah. Hätte nicht gedacht, dass da ein Block ist. Okay. Aber das ist schon sehr räudig, oder? Dass die da jetzt respawned sind. Scheiß Fledermäuse. Kacke, ey. Da bin ich jetzt dumm reingesprungen, weil ich dachte, er kommt weiter unten. Mann. Ja, muss ich vielleicht... Ach, Moment. Ich sehe gerade, er hat mir sowieso eine Starcoin verpasst. Das dauert natürlich jetzt alles wieder richtig schön lange. Natürlich
Da, wo ich es absolut nicht gebrauchen kann. So ein Drecks-Level, der darauf ausgelegt ist, dass er langsam gespielt wird. So, ein Crap. Oh, und ich glaube, irgendwo hat man sogar einen Panzer gebraucht. War das unten in dem Level? Denke, ich werde mir tatsächlich gleich einen Panzer direkt ziehen. Wenn ich schaffe, heißt es. Ach, Mann. Die verdammten Fledermäuse. Ich hasse die so hart. Da muss man da eine Röhre rein. Ah, einen Moment. Okay. Ich glaube hier. Da oben? Nein, nicht da oben. Ich denke schon hier, oder? Ja! Wunderbar. Ja, komm, da werden nur Münzen drin sein, oder? Oh, nice. Das hat aber gut gepasst. Alles klar. Ja, dann lass uns den Level einfach schnell durchböllern. Und dann können wir unten zum Level hingehen. Ich hoffe, ich krieg das mit dem Panzer dann noch hin. Oh, sehr smooth durchgekommen. Nice. Ja, ich hoffe, ich krieg das mit dem Panzer dann noch hin, dass wir da auch den Secret Exit aktivieren können, falls der dann da sein sollte unten bei dem Level. Aber ich gehe mal davon aus. Nun gut. Dann schauen wir mal. Krieg ich's hin? Oder müssen wir den Secret Exit nachholen? Jawohl. Nice. Wenn das überhaupt so sein sollte, dass der Secret Exit auf dem Panzer basiert. Aber ich hoffe es einfach mal. Nee, sieht schlecht aus. Sieht schlecht aus. Ist auf jeden Fall nicht der Level, den ich meinte. Oh, okay. Easy. Hier nur die Ruhe bewahren und dann läuft alles. Einfach die Ruhe bewahren, einfach mal ein bisschen warten. Genau auf die Pilze schauen, wie man springen kann. Sich auch nicht zu viel Zeit lassen, klar. Aber zusehen, dass man hier immer mit den Pilzen spielt und... Mann, als ob. Ob schon wieder eine Starcoin fehlt. Und als ob wir schon wieder einen Pilz ausbekommen. Na. Cool, stimmt. Die, Gamma-Brüder gab's ja auch noch. Ganz geil. Und. Warum hier der Schnee rot ist, wüsste ich eigentlich auch ganz gerne. So, habe ich gerade noch gar nichts gesagt. Warum ist der hier rot? Frage ich mich halt echt gerade. Was ist hier los? Ich meine, ich habe zwar gerade so gedacht, ja gut, als Vorbote quasi für die Lava-Welt. Aber eigentlich... Komm, ey. Da ist doch bestimmt eine Ranke drin, oder? Deswegen versuche ich gerade den Block hier zu aktivieren. Ja, okay.
Aber wir sind erst in Welt 5. In der Eiswelt. Wäre das vielleicht in der, hier. In der Wolkenwelt oder in dieser... Oh nein. Oh, Alter. Hätte ich die letzte Münze eingesammelt, dann wäre es das gewesen. Okay, nice. Ja, wäre dieser rote Fallout in der, keine Ahnung, in der 6. oder 7. Welt. Okay, aber hier in der Schneewelt? Bisschen zu früh. Und schon wieder ein Feuerwerk. Der Level ist aber auch echt sehr kurz, ne? Ja gut, wie auch immer. Wir werden den Secret Exit nachholen. Ich glaube mittlerweile doch, dass der im oberen Level ist. Weil erstmal gibt es im unteren Level halt nicht wirklich viel Spielraum. Und ja, laut meiner Erinnerung habe ich einfach so das Gefühl, dass der Secret Exit oben ist. Ich weiß auch gerade gar nicht, warum ich den Mini-Pilz genommen habe. Ich glaube, keine Ahnung, ich bin den einfach cool. Und es ist einfach nicer, mit dem ein bisschen zu zocken. Aber eigentlich, ja, okay, dann gib halt alles ab, weißt du? Hast schon recht. Ich glaube, irgendeine Starcoin hat mit dieser großen Kugel zu tun. Ah, nee. Nee, doch nicht. Ich glaube, wenn man links ist, ist man richtig gearscht. Die haut jetzt ab. Und das war's. Man kriegt sogar nochmal ein Power-Up, aber nur, wenn man schnell genug ist. Alles klar. Sieht er sich in seinem Panzer zurück? Nö. Man fliegt hier irgendwie komisch durch die Gegend. Wenn man auf Bowser Jr. springt. Ja, okay. Du hast jetzt erstmal Sendepause. Aber wenn es dich tröstet, ich auch. Ja, alles klar. Dann würde ich mal sagen, suche ich für den nächsten Part hier den Secret Exit raus. Ja, ich denke, der ist hier oben. Und wir sehen auch mal zu, dass wir hier den Hammerbruder irgendwie fighten können. Ich hoffe, der geht dann, nachdem ich da oben im Level war, geht er hier rüber. Dann können wir uns den auch mal zusammen anschauen. Ich denke, ich mache hier sogar mal den Weg offen. Dann haben wir nämlich noch einen Level, wo er hingehen könnte, theoretisch. Und haben wir einfach eine größere Chance, dass wir mal den Fight sehen. Alles klar. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part dann hier beim Secret Exit wieder. Und lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Bis zum nächsten Mal und ciao.